Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bei den Anschlägen von Paris und Brüssel ist uns noch einmal sehr bitter die Gefahr von Terroranschlägen vor Augen geführt worden. In diesen Fällen waren es Anschläge von Seiten radikaler Islamisten. Wir wissen aber auch, dass ebenso die Gefahr rechtsextremistisch motivierter Terroranschläge besteht. Für uns ergeben sich daraus zwei klare Aufgabenstellungen. Erstens, wir müssen alles daran setzen, dass geplante Terroranschläge nicht stattfinden können. Wir müssen sie verhindern. Zweitens, wir müssen die Ursachen des Terrorismus thematisieren und wirkungsvolle zivile Prävention dagegen setzen. Zur Prävention und Ursachenbekämpfung höre ich relativ selten etwas von Ihnen, Herr Innenminister, und das haben Sie heute in Ihrer Rede getan, und das möchte ich auch ausdrücklich unterstreichen. Aber gucken wir, was in Ihrem Gesetzentwurf steht. Da finden wir Regelungen mit erheblichen Grundrechtseingriffsmöglichkeiten für Geheimdienste und Polizei, eine üppige personelle und materielle Aufrüstung des Bundesamts für Verfassungsschutz, und das Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten wird wie mit dem BKA-Gesetz weiter ausgehöhlt. Und da ist die Frage, ist dieses Gesetz wirklich geeignet, mehr Sicherheit gegen terroristische Anschläge zu bringen? Ich behaupte, dass es das nicht ist, und werde das anhand von drei Beispielen belegen. Erstes Beispiel: die Schaffung einer gemeinsamen Datei für das Bundesamt des Verfassungsschutzes mit ausländischen Nachrichtendiensten. Ich darf erinnern, es gab bisher eine Kommunikation mit ausländischen Geheimdiensten. Wir bekamen auch immer wieder Terrorwarnungen, die sich weitestgehend dann aber als Fehlinformation oder unüberprüfbar herausgestellt haben. Jetzt wollen Sie diesen Zustand, wenn wir das richtig verstanden haben, sogar noch verstetigen und den Heuhaufen, in den Sie stochern, deutlich höher stapeln. Dafür brauchen Sie dann 5,8 Millionen Euro und 27 dauerhafte Planstellen. Das ist nicht schlecht. Auf diese Art tauschen Sie dann anlasslos Daten von Zehntausenden Bürgern. Zulieferung von Geheimdiensten aus autoritären und diktatorischen Staaten nehmen Sie dabei auch in Kauf. Und dann ist ja, auch noch der Datenringaustausch unter den befreundeten Geheimdiensten, Herr Binninger. Die beteiligten Geheimdienste haben so Zugriff auf Daten, die sie nach nationaler Gesetzgebung gar nicht erst erheben dürfen. Und das alles wieder einmal erneut unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung. Und da müssen wir Sie fragen, ist das etwa Ihre Konsequenz aus den Skandalen um NSU und NSE? Ist das etwa Ihre Konsequenz aus dem jüngsten Versagen der Sicherheitsbehörden? Mehr Geld und Beschäftigte für den Verfassungsschutz und dafür dann erneut weniger Datenschutz. Ein Sicherheitsgewinn wird von der Linken hier jedenfalls deutlich bezweifelt. Zweites Beispiel: Sie wollen die umfassende Erfassung und Prüfung der Identitätsdaten der Nutzer von Prepaid-Karten bzw. Telefonen. Das heißt, der normale Bürger soll sich dem Zugriff des Staates auf seine Kommunikationsdaten nicht entziehen können. Und ich darf Sie erinnern, Personen mit Anschlagsabsichten können ohne größeren Aufwand den Weg über Drittpersonen oder das Ausland wählen. Das ist überhaupt nicht schwer. Unsere prinzipielle Kritik an der Vorratsdatenspeicherung gilt also auch dieser Maßnahme. Es ist Massenüberwachung, ohne dass ein verhältnismäßiger Effekt für die Strafverfolgung erkennbar ist. Meine Damen und Herren, anstatt sich den Lehren aus den Untersuchungsausschüssen des Bundestages zu ziehen, bekommt dieser Nachrichtendienst reflexartig immer weitere Kompetenzen und Budgetmittel zulasten der Bürger und der Steuerzahler. Seit dem Auffliegen des NSU im Jahr 2011 wurde der Haushalt des Bundesamts für Verfassungsschutz von 187 Millionen Euro auf 261 Millionen Euro aufgestockt. 470 Personalstellen gab es allein in diesem Jahr zusätzlich im Verfassungsschutzverbund. Wie soll jemand annehmen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz bei der Bekämpfung von islamistischem Terror erfolgreicher agiert als bei rechtsradikalem Terror? Ein dritter Punkt, ein wesentlicher Punkt in Ihrem Gesetzentwurf, ist der Einsatz von verdeckten Ermittlern bei der Polizei. Also die Bundespolizei soll nun ebenfalls, weil es ja alle anderen Polizeien dürfen, verdeckte Ermittler einsetzen, die auch noch aus Eigenschutzgründen ihre Umgebung technisch abhören können. Als Einsatzbeispiel haben Sie auch heute die Schleusung von Flüchtlingen genannt. Also mal ganz abgesehen davon, dass bisher bekannt gewordene Terroristen in Europa aufgewachsen sind und sich nur vereinzelt als Flüchtlinge getarnt haben, ist deren Enttarnung durch verdeckte Ermittler fachlich mehr als zweifelhaft. Der Terrorbekämpfung nützt diese Maßnahme nach aller Wahrscheinlichkeit jedenfalls nichts. Meine Damen und Herren,
Im Namen meiner Fraktion darf ich Sie noch mal mahnen, es gilt Demokratie für alle. Sie muss gestärkt und nicht bei jeder Gelegenheit durch den Abbau von Bürgerrechten gestärkt werden. Ihr Schwerpunkt liegt erneut bei der Stärkung der Geheimdienste. Die Linke bleibt dabei, Geheimdienste sind Fremdkörper der Demokratie, da sie qua Amt zur Desinformation und Unkontrollierbarkeit neigen und deshalb abgeschafft gehören. Und jetzt, Herr Minister, da ich mich damit beschäftigt habe, was wir an Ihrem Gesetzentwurf nicht gut finden, nenne ich Ihnen drei Beispiele, wo wir der Meinung sind, dass Sie mehr Sicherheit bringen können, wenn statt Grundrechte zu beschneiden, Gelder an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Ich habe ja hier schon häufig etwas zum Personaldefizit bei der Bundespolizei gesagt. Ich kann es auch nur gebetsmühlenartig wiederholen. Machen Sie dringend eine Aufgabenkritik und entlasten Sie die Polizei. Aufwendiges Anzeigenschreiben bei Cannabiskonsumenten, bei illegal eingereisten Flüchtlingen, bei Schwarzfahrern, bei einfachen Ladendieben bindet gewaltige Ressourcen bei der Polizei und ist durchaus auch anders zu lösen. Weiter muss man dann natürlich definieren, wie viele Stellen neu geschaffen werden müssen, damit die Polizei ihren originären Aufgaben, nämlich auch der Gefahrenabwehr, tatsächlich nachkommen kann. Jeder Polizist vor Ort ist auf der Straße, gerade bei Menschenansammlungen, eine wirkungsvolle Antiterrormaßnahme. Noch wirkungsvoller ist er, wenn er gut ausgebildet ist und durch Schulung in die Lage versetzt ist, frühzeitig spezifische Verhaltensweisen von Terroristen zu erkennen und rechtzeitig zu identifizieren. Im Nachhinein anhand von Videoaufzeichnungen drei Personen mit großen Koffern und Handschuhen zu erkennen, ist zumindest für diesen Terroranschlag dann zu spät. Wir brauchen geschulte Polizeibeamte, denen so etwas rechtzeitig auffällt und die mit Maßnahmen ergreifen können, bevor der Anschlag stattfindet. Polizeibeamte wohlgemerkt, die regelmäßig abgelöst werden können, Pausen bekommen und konzentriert bleiben, eine vernünftige Ausrüstung und auch eine Sicherheitsausrüstung haben. Das heißt, wir brauchen hier Personal, das gut ausgestattet ist. Und Sie reden viel über Kommunikation, Herr Innenminister. Kommunikation kann tatsächlich sehr entscheidend sein, das ist richtig. Aber dafür brauchen wir nicht noch mehr Daten und noch mehr Befugnisse, sondern effiziente Kommunikationsschnittstellen und eine vernünftige, kompatible IT. Ich darf erinnern, 2,3 Millionen hat das Bundeskriminalamt für eine gemeinsame Ermittlungsdatei von BKA und Landeskriminalämtern ausgegeben. Zweck sind Ermittlungen im Bereich des Terrorismus. Wir haben eine kleine Anfrage dazu gemacht. Seit 2011 wurde die Datei einmal benutzt. Einmal. Schnittstellen zu den EDV-Strukturen der Landeskriminalämter bestehen nicht. Dort müssen Daten über eigene Terminals eingegeben werden. Es existiert keine gemeinsame Infrastruktur für den Fall eines terroristischen Anschlages oder eines anderen großen Unglücksfalls. Daten zwischen Bundeskriminalamt und Landeskriminalämtern müssen auch heute noch per Fax oder Mail ausgetauscht werden. Und das kostet ganz einfach Zeit und gibt Reibungsverluste. Da sind Hausaufgaben zu machen. Während auf der einen Seite Nachrichtendienste immer mehr Befugnisse und Infrastruktur für den Datenausschuss weit im Vorfeld erhalten, sind unsere Polizeibehörden einer modernen Infrastruktur weit voraus. Tatsächliche Informationen, Hinweise und Sachverhalte müssen über schnelle, informative, effiziente Informationswege ohne Reibungsverluste an die notwendigen Adressaten bei der Polizei kommen, damit diese auch agieren kann. Die Linke ist ganz klar kein Freund von großen Datensammlungen zum Selbstzweck, aber da, wo der Zugriff für polizeiliche Handlungen erforderlich ist, da sind wir auch dafür, dass die moderne Technik auch genutzt wird, um diese Daten schnell an die notwendigen Stellen zu bekommen. Und mein dritter Punkt ganz zum Schluss. Ich weiß, dass der bis zur Fußball-Europameisterschaft jetzt keine Wirksamkeit mehr erfüllt, aber das Thema Terrorbekämpfung wird ja im Juli nicht verschwinden. Und was müssen wir aus Paris und Brüssel einfach auch mal lernen? Datensammlungswut und Absenkung der bürgerrechtlichen Standards hat dort eben kein Mehr an Sicherheit gebracht. Allerdings hat das fast vollständige Versagen der Präventionsarbeit in ganzen Stadtteilen der Radikalisierung meist Jugendlicher den Boden bereitet. Prävention kann den Terror nicht verhindern, das wissen wir, aber kann den Nährboden sehr deutlich reduzieren. Und in Sachen langfristiger und nachhaltiger Terrorbekämpfung ist Prävention mit Abstand die wirkungsvollste Maßnahme. Ich weiß, dass wir da Programme haben, meine Damen und Herren, aber gerade die zivilen Deradikalisierungsprogramme sind bisher absolut unzureichend, setzen deutlich zu spät an und sie sind letztendlich in ihrer Quantität auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich also mal zusammenfassen darf, es gibt Handlungsspielräume, besser auf die Gefahr von Terroranschlägen vorbereitet zu sein.
Aber Ihre Vorschläge, Herr Minister, haben zumindest mit Terrorbekämpfung und mehr Sicherheit für den Bürger nichts zu tun. Damit sind Sie nach unserer Auffassung Ihrer Verpflichtung als Innenminister erneut nicht nachgekommen. Uli Grütsch ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.